hallo meine Freunde. Ja, Schlag auf Schlag, das nächste Video, das nächste Netzteil. Ja, wir haben hier ein Cooler Master. Und zwar das MWE White 750-230 Volt. DC-DC ist an Bord. Ja, jede Menge Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Wir haben eine 3-Jahres-Garantie und eine 80-Plus Zertifizierung. Ja. Dieses Netzteil ist zu bezahlen, günstig. Ja. Das heißt, es kostet um die 50 Euro. Ja. Und das Ganze mit 750 Watt. Es ist kein vollmodulares, ja, was die meisten vielleicht auch gar nicht brauchen. Ja, das kommt hier immer darauf an, welchen Rechner baut man sich und so weiter. Ja, mache ich Optik, ist die Optik wichtig und so. Wir wollen uns das heute einfach mal anschauen, weil ich habe in letzter Zeit ja öfters Netzteile gezeigt, die dann auch immer so um die 80, 90, über 100 Euro, weit über 100 Euro kosten. Ja. Darum habe ich mir gedacht, ich suche mir mal ein Netzteil, was gut ausreichend Watt hat, aber auch günstig ist. Und da wollen wir mal gucken, ob das nicht was ist von Cooler Master hier. Und das schauen wir uns heute mal an. Denn ja, man muss ja auch immer gucken, was baut man, wie baut man und so weiter. Ja. Darum, man sagt immer, man soll nicht am Netzteil sparen. Ja. Aber wenn man nicht so viel Geld hat, muss man auch schon mal, denn es gibt diese Netzteile. Ja. Und warum sollen die nicht gut sein? Weil 3 Jahre Garantie heißt 3 Jahre Garantie. Ja. Ne? Klar, gibt es bei den teuren, hat es schon 5 Jahre und 10 Jahre Garantie. Ja. Aber ich bin der Meinung, wir schauen das jetzt mal an, weil modular muss auch nicht für alle sein. Ja. Denn je nachdem Gehäuse kann man die Kabel schön wegstecken, die man nicht braucht, die kann man schön verlegen. Ja. Und ansonsten bin ich der Meinung, reicht das je nachdem für den einen oder anderen. Ja. Wie gesagt, wir wollen uns das mal anschauen. Ich bin der Meinung, Preis ist auf jeden Fall hammermäßig. Ja. Und wir haben wirklich alle Zertifizierungen oder viele, ich glaube doch, wir haben fast alle Zertifizierungen, die andere Netzteile auch haben. Ja. Und wie gesagt, wir schauen uns das jetzt mal an und dann könnt ihr ja selber entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ja. Ja. Gucken wir mal. Einfach gucken. So. Aus. Hier kommt uns schon direkt entgegen. Riesen Faltblatt. Ja, da steht nochmal alles drauf. Welche Leitungen, ja, welche Sicherheitsschaltungen und so weiter. Überlastschutz und so weiter. Also ich muss sagen, schaut euch die technischen Daten an. Ich werde den Link da unten reinsetzen und dann entscheiden muss es immer jeder selber für sich. Ja. Aber ich bin der Meinung, man kann nicht nur noch hochpreisige Netzteile zeigen, ja, die weit über 100 Euro kosten, sondern man muss auch mal Menschen die Gelegenheit geben, die sagen, okay, ich brauche das alles nicht, ich brauche nur ein Netzteil für meinen Rechner. Ja, und dann ist gut. Ja. Als erstes Stromkabel, schön abgewinkelt, schön lang. Absolut in Ordnung, kann man nicht meckern. Ja. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier rausnehmen, weil ich sehe nämlich schon richtig tolle Flachbandkabel. Ja. Schaut euch das an, das seht ihr vielleicht selber. Klar hat man die Kabel alle jetzt am Netzteil, aber dafür spart man ja auch einen Preis. So, der Karton ist leer, da sind noch die 4 Schrauben dabei, um das Netzteil festzuschrauben. Ja. Dann gucken wir doch einfach uns das Ganze mal an. So. Also, erstens, was vielleicht allen auffällt, es ist unheimlich kompakt. Ja? Denn wir haben hier keinen 130, 140 mm Lüfter, sondern wir haben hier einen 120 mm HDB-Fan. Das heißt, absolut leise, ja? Absolut Effizienz. Ja? Auch ganz wichtig. Ja. Und wir haben, auch ganz wichtig, nicht mehr viel mit Kabelgedöns in dem Netzteil zu tun, sondern es geht heute alles, das ist nicht nur bei Cooler Master so, auch bei anderen Netzteilherstellern, ja, alles mit Platinen. Ja. Und hier kann man auch richtig schön mal reingucken, wenn wir uns das mal ansehen.
wie das Ganze hier innen drin verbaut ist. Ja. Und ich finde dieses Netzteil von der Kompaktheit schon mal sehr schön. Sind wirklich gute Abmaße. Ja. Macht einen sehr guten Eindruck. Wenn wir uns die Maße mal nehmen, wenn wir uns das mal anschauen. So, gucken wir mal. Wir haben hier eine Breite von 140 mm. Ja, das ist wenig. Und 150 mm. Kompakte Abmaße. Und wenn wir uns die Höhe noch anschauen, das sind 85 mm. Also von den Maßen her, Abmaßen her, absolut empfehlenswert, auch für kleinere Gehäuse sehr gut geeignet. Ja. Und jetzt gucken wir uns noch die Kabel an. Wie gesagt, entscheiden muss es immer jeder für sich. Ich kann es vorstellen, ja, weil ich habe demnächst ein Projekt am Laufen. Ja. Lasst euch überraschen, da wird dieses Netzteil auch zum Einsatz kommen. Ja. Wenn wir uns das mal anschauen, klar, viele denken jetzt, oh, so viel Kabel. Früher gab es nur solche Netzteile und die haben in kleineren Gehäusen gepasst. Ja. Wichtig ist, die Kabellängen sind hier auch sehr gut, denn auch für größere Gehäuse brauchst du wirklich eine gute Kabellänge und das haben wir hier. Ja. Also ich sage immer, es ist ja auch der Preis, der so ein bisschen manchmal mitspielt. Ja. Wenn wir alle Geld genug hätten, ne, ja, dann wäre ja alles kein Problem. Ja, da würden wir uns alle das neueste und teuerste und tollste Netzteil kaufen und egal was es kostet. Ja, so ist es aber ja leider nicht. Darum, ich fange mal hier mit dem ersten Kabel an. Da haben wir hier für die Grafikkarte, ja, 6 plus 2. Oh. Da fange ich mal an mit dem ersten Kabel. Das ist nämlich für die CPU. Ja, und ihr wisst, heutzutage die meisten Boards haben mittlerweile für die CPU einmal 8-Pin und einmal 4-Pin oder zweimal 8-Pin oder einmal 8-Pin, ja, oder, ja, oder. Haben wir also hier das erste Kabel, das schauen wir uns an, ja, und für die CPU. Denn was ich hier wieder schön finde, wir haben hier einmal 8-Pin, 4 plus 4. Denn die meisten Boards haben ja mittlerweile einmal 8-Pin, einmal 4-Pin oder zweimal 8-Pin. Ja. Ja, aber die meisten, auch meins jetzt auch, hat 8 und 4-Pin. Ja. Je nach Netzteil kannst du es nicht betreiben, weil du nur einmal 8-Pin CPU-Anschluss hast. Hier hast du aber volle Bestückung, das heißt einmal den 8-Pin plus einmal den 4-Pin. Ja? Oder zweimal 8-Pin, kommt ja aufs Wort an. Ich finde es wichtig, ja, dass beide belegt sind. Ist zwar nur, viele sagen immer, man braucht den gar nicht, doch wenn man übertakten möchte oder so, braucht man den schon. Ja? Braucht man auch nicht, aber es ist besser, ich sag mal so, weil die Spannung besser gehalten wird. Ja? So, also haben wir hier. Also für CPU-Anschluss zweimal die Möglichkeit, zweimal 8 oder einmal 8 und 4 Pin. So, dann haben wir hier auch schön lang, weil das ist ganz wichtig. Ja, in der CPU geht es ja immer nach oben irgendwo im Gehäuse, sehr schön lang. Wenn wir die Länge mal messen wollen, können wir ja mal machen. 56 cm circa. Ja, also das finde ich schon lang. Also das ist wirklich schön lang. Da passt auch in größere Gehäuse rein. Dann haben wir hier den 24-Pin. Alles schön Flachbandkabel, die sich auch sehr gut verlegen lassen. Ja. Sind auch sehr schön biegsam, sind jetzt nicht so hart. Manche sind so hart, die kriegst du kaum gebogen. Die sind unheimlich schön weich, lassen sich schön biegen. Guck mal hier, wie eng ich den biegen kann. Ja. Also richtig toll verlegen. Ja. Und hier haben wir auch nicht, was ich auch immer schön finde, 20 plus 4, ja, die meisten haben das gar nicht, ist immer 24 Pin. Hier musst du jetzt nicht noch einen 4er Stecker irgendwie dran schieben oder festhalten. Ja, das ist also hier ein kompletter Stecker, einstecken und schon fertig. Also auch eine schöne Länge, dürfte um die 50 cm sein, auch sehr gut.
Dann haben wir hier das erste Molex-Kabel. Hier sind drei Molex-Anschlüsse dran. Hier und da hast du immer noch Molex, denn ich habe auch bei Grafikkarten oder bei Gehäusen oder hast du immer noch, je nachdem, einen Molex-Anschluss nötig oder Pumpen zum Beispiel. Ja. Das ist also auch ganz wichtig. Dreimal Molex. Dann haben wir hier für die Grafikkarte, ja, 2x6+2, also 2x8-Pin-Anschluss, was den meisten Fällen ausreichend ist, auch für die neueren Grafikkarten. Ich wollte jetzt mal gucken, dass wir den hier zusammenstecken. Na, so, jetzt haben wir es. Also, ja, entweder 8-Pin oder 8+6 oder 6+6 oder 2x8. Ja. Weil die neuen Grafikkarten ist da ja 3080 und so weiter, 3070, die kommt von 2x8-Pin meistens. Ja. Und dann hast du hier die Grafikkarte auch mit abgedeckt. Ja. Dann das nächste, nochmal für die Grafikkarte, ja. Nochmal 6+2. Ja. Viele fragen mich auch schon mal, kann ich auch hier jetzt nur ein 8-Pin nehmen und dann hier von einem 8-Pin? Klar, kann man machen. Ja? Wie man möchte, ja? Die Leitungen sind da, die Leitungen halten das alles aus, gar kein Problem, ob du jetzt damit die Grafikkarte bestückst. Ja? Weil SLI, ich glaube in der heutigen Zeit weniger schon, ja? Aber wer es noch haben sollte, SLI kann es natürlich auch zwei Grafikkarten, ja, mit 2x8 und nochmal 2x8 bedienen. Ja. Das ist das Schöne bei 750 Watt. Dann haben wir noch die SATA-Anschlüsse, gucken wir uns auch an. Da haben wir hier ein Kabel mit 3x SATA, ja, für drei Festplatten. Und hier dasselbe nochmal in grün, nochmal für 6 Festplatten oder irgendwelche Zubehörsachen, Controller und so weiter, wo man SATA braucht. Also 6 SATA insgesamt. Ja. Ich sage immer, wenn die Anschlüsse ja reichen, ja, das müsst ihr ja wissen, ja, ihr stellt euch euren Rechner ja zusammen, ja, und dann müsst ihr ja sehen, was brauche ich. Ja. Und wenn es von den Kabelanschlüssen alles passt, bin ich der Meinung, habt ihr hier wirklich wunderschönes, gutes Netzteil. Ja. Könnt ihr das gerne mal anhören, ob es Geräusche macht, ob es fiebt, aber das hört man meistens erst, wenn es eingebaut ist. Was ich jetzt machen kann, ist eigentlich nur so ein kleiner Test. Ja, es gibt ja diese Überbrückungsstecker hier. Ja, die kann man kaufen bei AlphaCool, ja, und so weiter. Kriegt man die zu kaufen. Die sind eigentlich dafür da, wenn man eine Wasserkühlung macht, dass man die Pumpe direkt am Netzteil schon mal anschließen kann, ja, damit das Netzteil Strom hergibt. Ja. Da geht man nämlich hin und steckt einfach hier diesen Adapter hier auf den 24-poligen Stecker. Ja, da wird hier eine Brücke, ist ja hier so eine Brücke praktisch. Ja, und dann kann man dieses Netzteil mit Strom versorgen. Ja, dann kann man dieses Netzteil mit Strom versorgen. Es ist ausgeschaltet. Ja, am besten immer erst ausschalten. Ja, und dann kann man es einschalten. Und dann fängt es an zu laufen. Ja. Und das in einen unheimlich leisen Betrieb. Ja. Kann man nicht meckern. Ist wirklich absolut. Ist okay, wirklich. Kann man wirklich nicht meckern. Toll. Da gibt es wirklich Netzteile in der Preisregion, die viel, viel schlechter sind. Die habe ich schon gehabt, ja. Die will man gar nicht vorstellen, so schlecht sind die, ja, darum. Also ich muss wirklich sagen, meines Erachtens ist das hier wirklich Preis-Leistungs-Träger, oder kann man sagen Preis-Leistungs-Objekt. Ja, 3 Jahre Garantie, was will man mehr? Ja, also ich bin der Meinung, da kann man nicht meckern, ja. Wie gesagt, von der Leistung her, wir werden es ja verbauen, wir werden es uns anschauen. Ja. Der Lüfter dreht. Klar gibt es mittlerweile Netzteile, wo der Lüfter komplett steht erstmal und erst ab einer gewissen Last einschaltet und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, ihr müsst immer bedenken, der Preis ist hier einfach nur unschlagbar. Ja.
Und ich bin der Meinung, das Netzteil ist absolut okay. Der Lüfter läuft wirklich super leise, schön rund. Ja, man merkt auch hier, wie schön die Luft hier an der Seite rauskommt, wird hier schön angezogen. Ja. Das Ganze wird wunderbar gekühlt. Also Flachbandkabel, lange Kabel, schöne Abmaße, nicht zu groß, gerade für kleinere Gehäuse. Ja. Darum sage ich, wer auf der Suche ist, schönes, günstiges Netzteil ist hier auf der richtigen Seite. Ja. Vor allen Dingen, es gibt das nicht nur in 750, es gibt es in allen Watt-Variationen, ja, 600, 500 und so weiter. Wer weniger braucht, noch weniger, ja, desto günstiger wird es ja auch. Aber ich bin der Meinung, ich habe, glaube ich, hier das Größte mittlerweile. Es war, glaube ich, 750 oder gab es noch ein 800, weiß ich gar nicht. Schaut mal auf die Seite, ja, da seht ihr alle Netzteile, die es gibt. Und wenn euch das gefallen hat, ja, da müsst ihr einfach nur zuschlagen, bin ich der Meinung. Ja. Man muss, wie gesagt, nicht immer so viel Geld ausgeben. Es geht auch günstiger. Ja. Und Cooler Master hat das hier wieder mal bewiesen, bin ich der Meinung. Toll, ich finde toll, alles da. Sogar zweimal CPU-Anschluss, den wirklich viele brauchen, ja, der hier und da nicht dabei ist bei den günstigeren Netzteilen oder nur bei den ganz teuren Netzteilen. Ja. Denn ich habe ja das letzte auch ein anderes gezeigt, da hat dann nämlich auch einer gefragt, ist denn da zweimal CPU-Anschluss? Nein, ist nicht, ja. Ne, und das Netzteil kam knapp an die 100 Euro oder über 100 Euro. Hier haben wir eins, was weit drunter liegt und hat zweimal CPU-Anschluss. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Wie gesagt, wir haben für zweimal Grafikkarte und so weiter. Wir haben genug für SATA-Anschlüsse. Die Kabel sind schön weich, was ich auch absolut toll finde. Lassen sich super schön flach schön verlegen. Schöne Kabelbinder hinten. Gerade die Gehäuse werden ja auch nicht immer... Man hat ja hinten immer weniger Platz, ja, um Kabel zu verlegen. Dafür ist das Netzteil hier echt präsentiert, sagt man. Darum, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Netzteil. Ja. Es ist das nächste Projekt, das nächste Produkt zu meinem neuen Projekt. Ja. Lasst euch überraschen. Es wird Cooler Master. Genau, ja. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Wenn euch das Netzteil gefällt, lasst auch einen Daumen oben. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Schaut euch die technischen Daten mal genau an. Denn ich sage immer, da guckt ihr einfach auf die Seite. Was soll ich jetzt hier alles vorlesen? Und die meisten wissen doch nichts damit anzufangen. Ja? Schaut euch das an. Da sind auch die Sicherheitsvorkehrungen alle nochmal genau aufgeschrieben. Was das Einzelne, was zum Beispiel DCDC ist und so weiter. Ja? Schaut euch das genau an. Darum gibt es die Beschreibung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja? Wenn ja, lasst ein Abo da. Das nächste Video kommt. Wie gesagt, das neue Projekt wird klasse werden. Ja, also lasst euch überraschen. Ja? Das wird ein schönes. Daumen wäre auch nicht schlecht. Ja? Und ja, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Und was sagt der Kalle immer ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde, bleibt gesund und tschüss zusammen.